Das Verfahren gegen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, seinen Trauzeugen Walter Maischberger, den Lobbyisten Peter Hochecker und 12 weitere Angeklagte wird zum Prozess des Jahres. Zum einen steht indirekt das gesamte System Schüssel Grasser und damit die schwarz-blaue bzw. schwarz-orange Regierung von Wolfgang Schüssel in den Jahren von 2000 bis 2007 vor Gericht. Zum anderen geht es um unglaublich komplexe Wirtschaftsdelikte. Faktum ist, im Zusammenhang mit der Privatisierung von 60.000 Bundeswohnungen im Jahre 2003 flossen 9,6 Millionen Euro Provision von der Immofinanz, die letztlich die Wohnungen günstig kaufen durfte, an Maischberger und Hochecker. Das Geld gab es dafür, dass Maischberger die Höhe eines zweiten Käuferangebots wusste, sodass die Immofinanz dieses nur knapp überbieten konnte. Die fast 10 Millionen Euro teure Information soll Maischberger direkt von Grasser haben, vermutet zumindest der Staatsanwalt. Das Geld sollen Grasser, Maischberger und Hochecker am Ende geteilt haben. Grasser bestreitet das freilich vehement. Um ihre These zu beweisen, hat die Justiz zwei Wagenladungen an Akten zusammengetragen und eine letztlich 825 Seiten starke Anklageschrift verfasst. Alleine deswegen wird es noch dauern, bis der Prozess startet. Die Hauptverhandlung wird sicher nicht vor dem Sommer stattfinden. Dazu muss man wissen, dass Richterinnen und Richter in der Hauptverhandlung nicht tätig sein dürfen, die in irgendeiner Weise im Ermittlungsverfahren mit der Sache zu tun hatten. Das bedeutet, dass wer immer jetzt in der Hauptverhandlung zuständig sein wird, sich von null weg in den sehr, sehr umfangreichen Akt neu einlesen wird müssen. Ich gehe davon aus, dass die Hauptverhandlung frühestens im Herbst oder im Winter 2017 beginnen wird. Zudem gibt es insgesamt 15 Angeklagte, die alle intensiv verhört werden müssen. Und auch die Zeugenbefragungen werden sich wohl über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate hinwegziehen. Von der Staatsanwaltschaft allein sind 106 oder 168 Zeugen beantragt. Wir werden auch einige aufzubieten haben. Also um die 200 Zeugen werden es einmal sein. Dann gibt es Tonnen von Papier. Also mit einer Verfahrensdauer von etwa einem Jahr muss man wohl rechnen. Findet die nächste Nationalratswahl wirklich wie geplant im Herbst 2018 statt, wird sie wohl vom Grasser-Prozess überschattet. Und damit stellt sich die Frage einer allfälligen Neuauflage einer ÖVP-FPÖ-Regierung auch wieder neu.